Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Darf Hamsters Krankheitsbefall oder eher liebevoll von mir genannt Darfis Krankheitsbefall. Es hat sich jetzt viel in den Wochen getan. Nichts Positives, muss ich sagen. Zuerst einmal, warum kommt das Video jetzt erst so spät? Ich wollte es einfach nicht hochladen. Ich habe mich nicht getraut, es hochzuladen, weil es einfach nur bergab ging. Alles war schlecht und auf gut Deutsch gesagt scheiße, weil keine Besserung in Sicht war. Er hat immer mehr Haare verloren und ich habe ihn ja schon behandelt. Dann bin ich nochmal zum Tierarzt gefahren. Beim Tierarzt hat sich herausgestellt, dass man ihn nicht weiter behandeln kann, weil er ja kaum was wiegt und eine Medikamentendosis konnte man dann nicht einschätzen, sonst hätte er auch Spritzen dann bekommen, die ihm dann dabei helfen sollten, weil man sich hier noch nicht sicher ist, ob es jetzt entweder Milben sind oder halt ein aggressiver Pilz. Und ja, ich habe auch im Internet geguckt, irgendwelche Medikamente außer Zoohandlung kann ich ja auch nicht nehmen, die Dosierung ist da völlig ungeeignet. Und die anderen Mittel, die jetzt auf den Hamster-Info-Seiten stehen, die gingen auch nicht, weil da ist die Dosierung auch nicht gut. Aber ich drehe die Folge jetzt, weil endlich ein Licht zu sehen ist und ich mich jetzt mal traue, was zu drehen, weil ich möchte einfach nichts drehen und vom Scheitern, von meiner Unkompetenz, wenn eines meiner Tiere krank ist. Aber ich kann sagen, Darfi hat es geschafft. Ihm geht es jetzt besser. Hier hat man jetzt eine Ansicht von oben auf das Quarantänegehege. In das andere darf er noch nicht rein, weil er halt so krank ist und ich sonst alles hygienisch säubern muss. Und ich habe ihn mit vielen Medikamenten und Hilfsmitteln behandelt. Langsam wächst sein Fell nach. Ich werde ihm auch gleich dann noch wieder was verabreichen und ich zeige euch jetzt mal eben, was letztendlich zum Erfolg geführt hat. Und zwar hier oben, meine Hamsterfigur. Hier haben wir die verschiedenen Mittelchen. Und zwar, ich habe hier einmal natürlich mein Hygienespray. Dann ist das hier immer noch die Salbe vom Tierarzt. Ich habe hier nur halt eine Bescheinigung vom Tierarzt. Hier die Salbe, die benutze ich so weiterhin, aber sie hatte nicht den Erfolg gehabt, dass alles wegging, weil sich das so schrecklich ausgebreitet hat. Dann habe ich noch zum Zufüttern, damit der ja ein bisschen dicker wird, habe ich so Babybrei genommen. Das kann man trächtigen Weibchen geben oder halt auch kranken Tieren. Es gibt auch unter Rodipet gibt es auch so Aufbraubrei. Aber ich wollte es halt hier mit Karotte, Frühkarotte, versuchen, da ist jetzt kein Zucker drin oder so, das darf er ruhig fressen. Nimmt er auch gerne an. Und dann habe ich hier ein Wundermittel genommen, Kokosöl. Das haben mir einige halt empfohlen. Es waren, glaube ich, 2 PNs, die ich bekommen habe. Und ich habe das auch im Internet dann ein bisschen nachgeforscht und gelesen. Das ist Kokosöl aus ökologischem Anbau, also Bio-Kokosöl. Habe ich aus der Apotheke. Kann man auch selber verwenden. Jeglich kann man alles mit. Und es ist ein Wunderheilmittel der Natur. Darfi wird halt, also wenn man das regelmäßig einnimmt, wird auch der Körper entgiftet. Und Parasiten können das überhaupt nicht ab. Das erwärme ich ein wenig, aber natürlich nicht zu heiß, weil das ist hier drin nicht flüssig. Und dann kriegt er das auf die einzelnen Hautstellen drauf getröpfelt. Also wird damit eingeschmiert. Das habe ich dann einmal am Tag gemacht, weil ich ihn erst dran gewöhnen würde. Jetzt mache ich es ein bisschen öfters, je nachdem wann er wach ist. Und es wirkt. Es bildet sich langsam ein kleiner Flaum auf seinem nackten, auf seiner nackten Haut. So, das wollte ich sagen. Und ich will jetzt hier noch nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass es wirklich helfen wird, das zu bekämpfen. Und wenn er jetzt auch dann mehr wächst und größer wird, dass man dann auch wirklich nochmal zum Tierarzt gehen kann, wenn, dass er dann eine Behandlung kriegt oder dass es entweder so ganz weggeht, was ich hoffe. Ich reinige den Käfig, also hier das Abteil, regelmäßig. Ich muss es auch tun, weil ganzen Sachen sich halt sehr schnell vermehren und ausbreiten. Und ich muss auch sagen, dass ich wirklich sehr viel verfüttert habe. Also er bekommt alles Mögliche. Er bekommt zig Mehlwürmer, er bekommt die dreifache Portion an Futter, damit er wirklich zunimmt und auch aus ihm ein kleines Kerlchen wird, weil ich halt möchte, dass er mehr wiegt. Und ja, ich bin so erleichtert, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Als ich den Pflaumen da gesehen habe, den er auf seiner Haut hat, ich bin einfach Gott, oh Gott. Und ja, ich werde ihn dann jetzt mal rausholen zur Behandlung. Und bitte nicht schreiben, du machst deinen Hamster absichtlich wach. Wir haben jetzt schon etwas später und ich möchte nicht gerne um 12 Uhr nachts ihm das geben, sondern halt jetzt schon verabreichen, bevor ich schlafen gehe. Ich werde jetzt kurz das Kokosöl ein bisschen warm machen
und dann bekommt er das. Hier haben wir nur den besonderen Fall, dass Darf halt so klein ist und so winzig und so mickrig und dass sein Immunsystem halt unheimlich schwach ist. Ich hatte halt die Befürchtung, dass das nicht schaffen würde und dass ich dann halt wieder ein Tierabschiedsvideo drehen musste, aber zum Glück das nicht. Er soll ja gesund werden und jetzt machen wir weiter mit der Behandlung. Ich habe das Kokosöl jetzt erhitzt und zwar mit einem Wasserkocher einfach dann Wasser heiß gemacht und dann in einer Tasse dann auch die Flasche da rein. Es ist jetzt nicht zu heiß, das ist jetzt angenehm. Nicht, dass ihr denkt, dass ich den Hamster jetzt damit verbrenne, wenn ich ihm das auf die Haut schmiere. Ich benutze dazu anfangs Wattestäbchen, aber weil er halt so klein ist, benutze ich meine Finger. Ich trage keine Handschuhe, weil ich das einfach nicht kann, weil er die Handschuhe entweder zerbeißt, weil er einfach die Hand viel angenehmer empfindet. Der hat auch keine Angst vor der Hand, aber mit Handschuhen schon. Und danach desinfiziere und wasche ich mir die sofort. Und jetzt müssen wir den kleinen Kerl eben wach machen. Hier haben wir den kleinen Pupsi-Matz. Man sieht hier soweit, dass er halt an vielen Stellen noch sehr kahl ist. Keine Sorge, das war hier Ciri, als sie mich gebissen hat. Er war vorher komplett hier nackt und es hat sich eine Zeit lang gebessert, wiederum auch nicht. Ich möchte jetzt nicht so viel sagen, weil er halt sonst gestresst ist. Ich hoffe, dass der Flaum dann sich richtig zu Fell entwickelt und dass die Behandlung auch weiterhin wirkt, weil ich möchte ungern Medizin, also schwere Medizin an ihm verwenden, weil er so klein ist, sondern dann lieber mit Naturstoffen dagegen angehen. Und jetzt werde ich ihm die Sachen dann so verabreichen. Ja. Es sieht brutal aus, aber man kann das Tier halt nicht anders behandeln. So. Man muss sich vorstellen, dass er am Anfang sehr viel gequietscht hat und dass er das überhaupt nicht mochte. So. Ein bisschen von Kokosnussöl, das frisst er auch. Das ist unbedenklich, weil das halt von innen entgiftet. So. Das kann man auch bei anderen Haustieren verwenden. Und bitte schreibt nicht, dass das brutal aussieht, weil anders kann man ihn nicht händeln. Ich bin schon froh, dass er ein bisschen gewachsen ist. So. Sieht er aus wie so eine gewaschene Kuh hier. Aber so ist das halt. So, dann setze ich ihn jetzt wieder zurück. Jetzt putzt er sich auch schön. Hier. Und ich hoffe, dass es ihm bald wieder besser geht. Und ich hoffe, es ist verständlich, dass ich da nicht so viel von ihm gezeigt habe, weil ja, es ist schon schwer gewesen, das zu akzeptieren, dass man dann ein krankes Tier hat. Und dass es vielleicht nicht gesund wird, weil er halt noch so klein war. Und ich konnte ja nichts dagegen tun. Ich kann ja nur ihm Futter geben, Medikamente und den Rest muss der Kleine selber schaffen, weil, ja. Hello, Puti. Ja, nur wird die Galaxis immer noch erobern und gibt mir einen Kuss an meine Hand. Ja. Und schon ist er sich dann in seinem Sandbad am Sandbaden. Er mag es einfach nicht. Und ich habe auch am Anfang, wenn ich ihn dann eingerieben habe, das Sandbad rausgenommen, damit das halt besser wirkt. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so. Hoppala. Und der macht sich auch komplett damit voll. Also der hat da keine Angst vor nichts. Natürlich, der Sand geht dann ab, wenn es trocken ist. Das ist normal. Aber das machen eigentlich alle Hamster, wenn die Medikamente bekommen. Also aufs Fell natürlich, weil das was ganz anderes ist. Der merkt das ja auch. Und es ist nicht heiß, nochmal wiederholt. Ich habe jetzt kein heißes Süppchen da aus Fell drauf geschmiert, sondern halt pflegendes Öl. Ich hoffe, dass es sich bessert. Ich reinige den Käfig, ich mache alles, aber mehr geht ja auch nicht. Man kann nur die Däumchen drücken. Und ja, immer noch kann man bangen, aber ich denke positiv. Ich muss mir jetzt nur hier meine Hände danach ordentlich desinfizieren. Deswegen, also je nach Krankheitsbefall ist das anders. Ich bin gespannt, wie es in der Zukunft weitergeht. Aber jetzt werde ich erstmal mit dem Öl weitermachen. Er bekommt dann seinen Babybrei, sein ganzes Futter, was er da noch zusätzlich bekommt. Ich desinfiziere hier immer alles. Pass auf, dass die anderen nichts kriegen, zur kleinen Zusammenfassung. Und ja, wäre ganz schön, wenn ihr trotzdem einen Like da lassen würdet.
Und ja, wir hoffen, dass er, der Kleine, mal ein bisschen größer wird. Denn mit anderen Medikamenten könnte das besser vonstatten gehen. Aber trotzdem, das Öl schlicht an. Das freut mich. Und es würde mich freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Und weiterhin den Krankheitsbefall von Darth Hamster anschaut. Und einfach meine anderen Videos auch mal vorbeischauen. Hoppala, der kleine Pups hier macht sich noch schön sauber. Denkt sich nur, warum ich? Und sobald er gesund ist und alles gut, kommt er hier aus dieser Quarantänebox raus. Da kann er sein ganzes Gehege durchsuchen. Es ist nur so, dass er sonst überall halt seine Milben oder den Pilz oder was weiß ich nicht verteilt. Und das heißt doppelt sauber machen. Und da muss ich ihn auch immer suchen. Das wäre jetzt nichts für mich. Na dann, danke fürs Zuschauen. Ich lasse euch einen Knuddler da, den ich hier mal zeige. Darf hier auch, auch wenn er beschäftigt ist. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video.